Hey ho und willkommen zurück auf Tropico. Ja, El Presidente hat sich schön erkältet. Oh, ist das toll. Aber sowas passiert manchmal und trotzdem machen wir weiter. Es ist uns völlig egal, ob wir arbeiten müssen oder ob wir erkältet sind oder ob Urlaub ist oder nicht. El Presidente kennt keine Pause. Piratenkönig, entdecken Sie die geheime, aber karge Insel El Presidentes, waghalsigsten Abenteuers. Unterstützt von dem jungen Freibeuter und Büchernah Rodrigo Rodriguez und Penultimos bahnbrechenden Piratengeschichten macht er sich auf, die sieben Meere zu plündern, um dieses trockene Fleckchen Land in ein wohlhabendes Piratenreich zu verwandeln. Arr! Auf geht's! Wir haben das Zeitalter der Krone und der Kriege, haben die Piratenüberfälle und mehrere Piratenbuchten. Nun bin ich ja sehr gespannt, denn normalerweise kann man ja immer nur eine Piratenbucht bauen. Vielleicht ist das ab dieser Mission ja aufgehoben. Das Beste ist wirklich Kaffee, um wieder einigermaßen fit zu werden. Ich hoffe, dass das in den nächsten 10 bis 20 Minuten dann auch wieder geht. Auf geht's. Wir warten noch darauf, dass er fertig lädt. Ladezeiten sind harte Zeiten, wie Let's Play Markus so schön sagt. Und auf geht's. Harr! Entschuldigt, Präsident. Ich wollte nur fragen, geht es euch gut? Ich erinnere mich an eure Tage als Pirat. Es geschah auf Cala de Nara, einer Insel, deren vollständiger Mangel an Ressourcen ihre Bewohner gelehrt hatte, Sand zu essen. Doch ihr habt sie gerettet, Präsidente. Euer seeräuberisches Genie hat aus nichts etwas geschaffen. Lasst mich euch entführen in eine Zeit der Abenteuer auf hoher See. Eine gute Idee, Penultimo. Gouverneur, es zeugt von eurem unnachgiebigen Willen, dass ich keine noch so jämmerliche Insel eurer Aufmerksamkeit entziehen kann. Aber hier gibt es so wenig, Gouverneur, dass wir uns der Piraterie zuwenden müssen. Um unsere Rekrutierung anzukurbeln, sollten wir skurrile Gerüchte in die Welt setzen über die Wonnen des Meeres, Ehre unter Dieben, den Duft des Grogs und über derbe Seemannslieder. Sie dürfen die Wahrheit nicht erfahren, bis sie sicher zwangsverpflichtet wurden. Offensichtlich ist Penultimo auch erkältet. Besitzen Sie ein Gebäude des Typs Piratenbucht? Das bauen wir natürlich gerne. 10 Immigranten bekommen wir dafür. Gut, wir haben jetzt 75 Leute. Drücken erstmal auf Pause und gucken uns unsere Insel an. Wir haben also nicht großartig Möglichkeiten, irgendwas anzubauen. Allgemein wird es wahrscheinlich auch nicht viele Ressourcen geben. Nur eben die Möglichkeit, dann das eine oder andere an Gebäuden hinzusetzen, wie Feuerwehr, Polizei etc. pp. Alles andere müssen wir wahrscheinlich über Piratenbuchten machen. Das heißt, der ganze Strand gehört im Prinzip den Piraten. Und alles andere, ja, mal gucken, nöch? Gucken wir uns das Ganze mal direkt an. Es gibt trotzdem Holzfäller, es gibt Fischereihäfen, Plantagen, Farmen, Bergwerke, es gibt Wohngebäude, es gibt Sägewerk, Rumdistillerie und Gerberei. Ja, gerade eben auch die Industrie kann ich mir gut vorstellen, dass wir die doch tatsächlich bauen können, um eben die Ressourcen, die wir klauen, dann auch zu verarbeiten. Gut. Was haben wir denn noch? Luxusunterhaltung. Also eigentlich gibt es so ziemlich alles, was es sonst in der Krone oder in der Kolonialzeit auch gibt. Die Piratenbucht müssen wir nicht mal erforschen. Wir haben, ich weiß gar nicht wie viel Geld, wir haben 60.000. Kerker haben wir. Ja, und das war's. Gut, wenn das die Aufgabenübersicht ist, bin ich sehr gespannt, wie es weitergehen soll. Wir können außerdem handeln. Im Prinzip sogar eine Krone, Eisen verkaufen, Gold und Kaffee. Toll. Den Rest müssen wir importieren mit irgendwelchen karibischen Preisen, die wir uns aber nicht leisten können. Gut, fangen wir an. Was haben wir denn aktuell? Ich gucke mal den Almanach. Wir haben eine Gesamtzufriedenheit von 37. Arbeit ist aktuell das größte Problem. Die Arbeitszufriedenheit, das müssen wir definitiv steigern. Das heißt, jede Menge Arbeitsplätze schaffen. Wir haben 32 Arbeitslose, 0 besetzte Stellen. Oder unbesetzte Stellen vielmehr. Wir haben 30 Revolutionäre, 33 Royalisten, wovon 50% uns lieben und 51 nicht. Okay.
Trotzdem haben wir eine Zufriedenheit von 85%. Also, wenn ich einiges falsch sage, wie dass mich 50% lieben und 51% nicht, ist natürlich jetzt der Krankheit geschuldet, denn eigentlich ist es anders, sonst hätten wir keine 85% Unterstützung. Aber trotzdem, wir gucken weiter. Wo stellen wir die Piratenbucht denn jetzt am besten hin? Wir haben sogar zwei Häfen, bei denen wir etwas verkaufen dürfen. Fangen wir erstmal hier drüben an, die Piratenbucht aufzubauen. Ich glaube, hier ist das perfekte Piratenbucht-Paradies. Alles andere können wir nachher hier oben mit hinsetzen, die ganzen Wohngebäude und so. Denn ich glaube nicht, dass das gut ist, wenn wir hier die Piratenbuchten hinstellen. Obwohl, schlecht wäre es auch nicht. Was ist das eigentlich für ein Hafen? Fischereihafen. Aha, Fisch gibt es also trotzdem. Ja gut, das ist in Ordnung, dann haben wir wenigstens eine Nahrungsmittelquelle. Und vielleicht noch das ein oder andere, was wir produzieren können, um nicht ganz nachher auszulaufen. Was das Finanzielle angeht. Aber irgendwann werden auch die Fischreserven erschöpft sein. Und das wird dann natürlich eine große Gefahr für uns. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich die erste Piratenbucht hinstelle. Hier würde es gehen, aber da ist doch ein Haus dazwischen. Nein, ist es nicht. Das war nur eine Hütte. Ja, na gut, wenn das so ist, dann bauen wir das doch dorthin. Eine Baracke kommt sowieso noch mit dazu. Ihr könnt schon mal anfangen. Wo sind die Bauarbeiter? Da, Baubüro ist hier, Transportbüro ist da. Wir haben auch hier noch einen Fischerhafen und einen Transporthafen, der das Ganze dann rüberbringt. Ich hoffe, dass die Leute vom Transporthafen das auch abholen. Aber eigentlich arbeiten hier gar nicht so viele. Arbeitet hier überhaupt jemand? Wahrscheinlich muss das Transportbüro jetzt hier rüber, um das zu holen. Das ist ja völliger Blödsinn. Dann bauen wir doch lieber noch eins. Mann, 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 wer baut denn sowas? Mal ganz ehrlich. So, das ist fertig gebaut. Die Piratenbucht kommt auch. Die wird schon angefangen, das ist super. Ah ja, und die Baracke steht auch schon. Das ist schön, dann können die Leute wenigstens einziehen und belagern nicht unsere ganze Insel mit irgendeinem Mist. Wow, ich bin ja reich jetzt, ist ja Wahnsinn. Also das Geld, was reinkommt, ist echt gering oder man kann auch sagen, gar nicht erst da. Wir könnten schon mal für eine Taverne sorgen. Ich weiß auch gar nicht, was unsere großartige Aufgabe sein wird. Warte mal, eine Taverne? Haben wir schon eine Taverne? Sieht nicht so aus, ne? Das sieht jetzt nicht nach Tavernen aus. Auch hier nicht. Gut, dann bauen wir hier eine hin. Dass die Leute wenigstens saufen gehen können. Es wird seine Gründe haben, warum hier ein Wachturm steht. Ich bin sehr gespannt, ob wir vielleicht auch attackiert werden von verschiedenen Piraten. Wundern wird's mich nicht. So, wir bauen noch eine weitere Baracke. Erstmal hier mit hin. Die baue ich selber fertig. Dankeschön. Immer mehr Leute ziehen ein. Das ist gut. Und hier haben wir noch einen Hafen, eine Anlegestelle, von wo aus die Leute dann einfach rüber können. Braucht das denn keine Straße? Ist aber sehr ungewöhnlich, ja? Ein Gebäude, das mal keine Straße braucht. Wir besitzen jetzt eine Piratenbucht. Nein, kein Piratenbuch. Für dieses Piratenabenteuer muss man nicht lesen können. Na, Gott sei Dank. Es ist Zeit, eure Truhen mit Beute zu füllen. Eure räudigen Seeteufel werden die sieben Meere unsicher machen. Ach, dann geraubte Golddublonen anhäufen und noch vor dem 9 Uhr Gong zu Hause sein. Grüße, Gouverneur. Schöne Insel haben Sie da. Vielleicht ein bisschen trostlos, aber das lässt sich sicher mit einigen Wurfkissen beheben. Ja, ich glaube auch. Rumexport, Lederexport, Plankenexport. Was wollen wir machen? Das Archipel ist unfruchtbar und arm an natürlichen Ressourcen. Um dies auszugleichen, können Sie Piraten auf Beutemissionen entsenden, um die Materialien zu plündern, die Ihre gewählte Industrie benötigt oder sie können sie über Handelsrouten importieren. Gut, versuchen wir es erst einmal mit Rum, das heißt Zucker. Bräuchten bloß dann auch eine Rumdistillerie. Die können wir gleich hier oben mit hinstellen, weil hier ja sowieso der Hafen ist. Die stelle ich nicht hier hin, auch nicht dahin. Was ist das hier eigentlich? Noch ein Landhaus, wer hat denn das dahin gebaut? Leute, ihr habt euch was überlegt, meine Güte. Gar nichts habt ihr euch überlegt mit der Insel, verdammt noch eins. Aber wir kriegen das hin, wir kriegen alles hin. Wir haben schon so vieles hinbekommen, wir haben schon zwei Missionen abgeschlossen. Ich bin ja sehr stolz auf unsere Leistung. Also werden wir den Rest auch noch schaffen.
Willst du nicht schräg gehen? Warum eigentlich nicht? So, sieht nicht schön aus, aber selten. Immerhin, immerhin. Dann wollen wir mal Zucker importieren. Das heißt, über den Handel Zucker gibt es gar nicht. Verdammt. Okay, dann muss unsere Piratenbucht gleich mal los Zucker klauen. Wo gibt's Zucker? Da, Kokosnüsse, Zuckerwolle. Perfekt. Viel Erfolg, liebe Piraten. Ihr seid jetzt eine ganze Weile unterwegs. Vielleicht sollten wir gleich noch eine weitere Piratenbucht bauen, wenn wir es denn können. Das ist ja jetzt die Frage. Nein, siehste? Gebäude ist einmalig. Ich hab's mir gedacht. Ich hab's mir verdammt nochmal gedacht. Dass das nicht funktioniert. Okay, dann sollten wir vielleicht schon mal für andere Dinge sorgen. Das heißt, wir bauen... Ja, Holzfäller bringt hier überall nichts. Denn hier gibt es keine ordentlichen Bäume, die abgefällt werden können. Das ist schon alles so vorbereitet gewesen. Wenn wir jetzt tatsächlich unser anderes Gebäude hier hätten, diesen Druidenhain, Stonehenge, genau, dann hätten wir vielleicht die Möglichkeit gehabt, auch Holz anzupflanzen bzw. Holz abzuernten, aber so wird das nichts. Eine Farm ist ebenfalls völlig unfruchtbar, gar nichts geht damit. Und eine Plantage, egal was wir da aussuchen, es ist einfach nur furchtbar. Mais hätte zumindest eine Produktion von 46-47%. Damit könnten wir zumindest noch eine andere Art von Nahrungsmittel herstellen. Das wäre ja nicht schlecht. Und gerade hier hinten, guckt mal, haben wir sogar 55%. Das sieht schon besser aus. Auch hier gibt es noch was. Hier gibt es sogar Ruinen. Vielleicht können wir uns sogar mit Tourismus noch irgendwas dazu verdienen. Oh, und hier oben wäre es wunderschön, aber da kommen wir leider nicht ran. 47, ja gut. Ich würde sagen, warum nicht? Irgendwann werden wir garantiert auch nochmal Mais anbauen. 57%. Ja gut, okay. Vielleicht nur die Hälfte an Effizienz. Aber immerhin eine weitere Nahrungsmittelart. Müssen wir ja nicht verkaufen. Muss ja bloß unseren Leuten dann zugesprochen werden. Damit die Nahrungsmittelzufriedenheit hochgeht. Gut. Wir haben aber auf jeden Fall Fisch. Kriegen auch bald Kokosnüsse. Immerhin. Dann haben wir schon mal zwei Nahrungsmittel. Und was wurde noch geklaut? Zucker. Und aus Zucker wird Rum gemacht. Dann gucken wir mal, was wir sonst noch haben. Planken könnten wir noch herstellen, aber Planken bringen nicht ganz so viel Geld. Ja, stellen wir mal auch erstmal hier hin. Und wir gucken, ob es da wenigstens schon den Handel für Holz gibt, für Baumstämme. Es gibt Bananen und Baumwolle, aber keine Baumstämme. Okay, so langsam wird es echt knapp. Mit unseren Handelswaren. Dann gibt es noch Felle. Felle, Felle, Felle. Felle haben sie auch nicht. Dann brauche ich auch nicht unbedingt jetzt eine Gerberei zu bauen. Das bringt gar nichts. Ich hätte gerne eine weitere Piratenbucht. Danke. Ein riesiges Fernglas für die Weltkriege. Erhöht die Effizienz um 15%. Kriege ich damit wenigstens mehr raus, wenn die irgendwas klauen? Ich glaube nicht. Aber es wäre ein schöner Gedanke. Ein Schiff geht, ein Schiff kommt. Wir haben nicht viele Waren gelagert. Gerade mal so viel, dass wieder 666 Dollar, tropikanische Dollar, ausgebeutet werden können. Haben wir denn die Möglichkeit, ein Bergwerk zu errichten? Immerhin, Kohle können wir rausholen und Eisen. Das ist ja schon mal schön. Dann haben wir wenigstens eine Möglichkeit. Die Kohle werden wir wahrscheinlich noch für andere Dinge benötigen. Für ein Kraftwerk oder so. Aber da gibt es wenigstens noch mehr. Und da haben wir sogar Gold. Wenn auch nur 60.000, aber das würde uns, und hier 120.000, noch das ein oder andere an Einkommen sichern. Fangen wir erstmal an mit Kohle, dass wir zumindest noch ein bisschen mehr verkaufen. Bergwerk für Kohle, denn in einem solchen Berg oder an einem solchen Berg sollte es doch tatsächlich möglich sein, sowas hier zu errichten. So, eine Straße. Denn... Wie jeder weiß, Vulkanasche ist ja auch sehr fruchtbar und so. Theoretisch müssten hier eigentlich die Farmen erblühen ohne Ende. Aber immerhin dürfen wir im Berg buddeln, das ist ja Gouverneur, schon mal was. Korruption ist so massiv, wir... Mehr, Gouverneur, mehr. Handelsroute mit der Krone erfüllen. Ja, erstmal kaufe ich eine weitere Handelslizenz, sicher ist sicher. Und dann gucken wir mal, was wir verkaufen können. Kaffee, Gold und Eisen. Also für... Eisen und Gold könnten wir vielleicht die Handelsroute aktivieren, für alles andere nicht. Alles andere müssen wir jetzt erstmal importieren. Unsere Piraten sind noch eine ganze Weile unterwegs
Und ich bin am Überlegen, entweder hier noch einen Transporthafen hinzusetzen, dass das schneller rüberkommt, oder aber die Straße bis hier hinten zu verlängern. Aber ich glaube, ich mache das lieber mit einem Transporthafen. Das geht ein bisschen schneller. Schubidubidu. So, das Ding ist gleich fertig. Und dann bauen wir unser nächstes Bergwerk für Gold. Und eine Straße natürlich. Ja, nicht schön, aber selten. Wie ich so schön sage. So, erstmal nach oben. Und dann können wir hier auch schon anfangen, unsere erste Farm hinzusetzen. Unsere erste Plantage und unsere einzige Plantage wahrscheinlich auch. Bergwerk. Bringt nicht viel, weiß ich auch. Braucht mir jetzt auch keiner nochmal irgendwie in die Kommentare zu schreiben. Ich will sie trotzdem haben. Einfach nur für lau, weil wir es können. 54, 56, 57, 58. Hier hat es die meiste Produktivität, würde aber in den Berg hineingehen, deswegen sind die Felder dann nicht so gut belegt. Wir nehmen also diese Möglichkeit hier. Immerhin. Und dann haben wir auch Arbeitsplätze für unsere Leute. Keiner kann sich beschweren, dass er keine Arbeit hat. Das ist schon gut. Müsst ihr jetzt eigentlich mit diesem Boot hier rüberfahren? Wer fährt denn hier lang? Boot. Achso, ihr geht drüben arbeiten, ne? Ja gut, vielleicht werde ich hier nochmal irgendwann irgendwas errichten. Aber jetzt gucken wir erstmal hier drüben, dass wir dann auch Wohngebäude hinbekommen. Denn dort, wo die Leute ihre Arbeit haben, dort werden sie auch hinfahren. Ich glaube, der Weg ist ganz schön weit für euch, ne? Schwimmt ihr? Nee, das sind Fische, ne? Rochen. Okay. Ja gut, macht euer Ding. Ich baue derweil irgendwas weiter. Theater hätte ich gerne, aber das geht jetzt noch nicht. Erstmal warten wir auf Geld. Jetzt haben wir schon mal 3266. Na, das sieht doch schon besser aus. Allein schon durch den Fisch kriegen wir jetzt ein geregeltes Einkommen. Damit bin ich zufrieden. Unser Transportbüro hier drüben sorgt dafür, dass das Ganze hin und her geschippert wird. Und auch die Leute sind die ganze Zeit auf dem Weg hin und her. Da ist der Fahrer. Schön, Sie zu sehen. Arbeitslos. Warum fährst du hier rüber? Ach so, weil du wahrscheinlich gerade erst mit dem Schiff angekommen bist. Das kann sein, ja. 99% Zufriedenheit, so soll es sein, so ist es fein. Aber in der Kolonialzeit ist das auch noch nicht unbedingt schwierig. Beim Klabautermann, Pfeifen und Lunten, flaggende Piraten. Gouverneur, die Muse ist heute mit mir. Ich habe mich entschlossen, ausgedachte Piratengeschichten zu verfassen. Arr, das Piratenleben soll es sein. Tja, für alle, die dumm genug sind, sie für echt zu halten. Bitte baut mir eine Bibliothek, um meine literarischen Werke aufzubewahren. Bis zur Mittagszeit will ich mindestens ein Dutzend Meter Seemannsgarn besponnen haben. Besitzen Sie ein Gebäude des Typs Bibliothek. 500 Wissen insgesamt. Kollektivieren. Okay, wir sind dabei. Die Bibliothek, die stellen wir jetzt hier hinten hin, die nervt bloß. Ah ja, nee, dann müssen ja die Leute auch bis nach da hinten, ne? Warte, nee, dann baue ich jetzt hier weitere Wohngebäude. Straßen. So, die wohnen jetzt hier mitten im Berg, alles ist gut. Viel Spaß. Ah, da will keiner wohnen, aber das liegt daran, dass hier ja auch keine Arbeit hat, oder? Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Das bauen wir jetzt einfach mal fertig, dann ziehen hier auch Leute ein. Wir bauen auch noch Landhäuser. Vielleicht finden die das noch schick. So ist gut. Und dann haben wir nur noch die Bibliothek, die fertig gebaut werden muss. So, die ersten Leute wohnen hier. Sehr schön. Aber ihr müsst wirklich hinten rum, ne? Nun bin ich ja gespannt, wo die Boote langfahren. Vielleicht nehmen sie ja auch den Hafen, um rüberzufahren. Aber ich glaube nicht. Du willst nur nach da. Wie kommen die anderen jetzt nach da? Laufen die über... Oh, die laufen bestimmt über Land. Wir gucken mal, ob jetzt Handelsrouten zur Verfügung stehen. Ja, Baumstämme gibt es, wenn auch nicht viele. Felle dürfen wir importieren über die Krone. Tabak, Rum und Zucker ebenfalls. Nee, Zucker müssen wir exportieren oder können wir nur exportieren. Das bringt mir nichts.
Nö, 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 nö. Dann machen wir jetzt erst einmal über die Krone, dass wir Felle importieren. Bauen noch einmal Gewerbe. Euer Genie ist unbestreitbar. Ja, ich senke die Arbeitslosenquote auf 7%. Das kriegen wir hin. Aber die Gerberei brauche ich trotzdem.